AfD-Fraktion. Herr Vizepräsident, sehr verehrte Damen und Herren Kollegen! Die CSU hat einen Antrag gestellt mit dem Inhalt, dass sich die Staatsregierung auf Bundesebene, dafür einsetzt, dass im Bundeshaushalt die Wohnraumförderung nicht gekürzt wird. Die CSU-Fraktion beklagt in diesem Antrag, dass die Fördermittel für den dringend benötigten Wohnraum von 80 Millionen Euro auf 120 Millionen Euro reduziert werden. Am Rande, für uns stellt sich die Frage, weshalb dann die CSU unsere Anträge zum Beispiel auf Förderung von Studentenwohnraum oder von nicht profitorientierten Wohnbaugenossenschaften abgelehnt hat. Aber zurück zu den beklagten Kürzungen. Herr Kollege Misthol hat es ja schon angesprochen. Wir haben auch recherchiert und sind im Haushaltsplan fündig geworden, und zwar im Einzelplan 09 Wohnbau und Verkehr. Geht aus den Erläuterungen der Ausgabenseite folgendes interessantes Detail hervor. Und zwar, dass die Kürzung aufgrund des Koalitionsvertrags der Regierungsfraktion im Bundestag möglich sind. Doch wer hat denn den Koalitionsvertrag geschlossen? SPD, CDU und die CSU. Nun, hält die CSU in München diese Kürzungen der CSU in Berlin für nicht akzeptabel? Wir wollen die CSU beim Wort nehmen und stimmen diesem Antrag zu und erwarten, sollte die CSU in Berlin sich nicht durchsetzen können, dass sie die Koalition kündigt und die Ära der Kanzlerin Merkel beendet, bevor die SPD ihnen zuvorkommt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nächste Rednerin ist Frau Kollegin Natascha Kronen von der SPD.